Das Motto dieser Ausstellung ist In Time. Zum einen In Time im Sinne von zeitgemäß zu sein, auf der Höhe der Zeit, technisch. Aber es geht nicht nur um die Technik, sondern es geht natürlich auch um die inhaltliche Auseinandersetzung. Der zweite Konnex von den In Time ist eigentlich, dass Time ein Synonym ist für unsere Studienrichtung. Grundsätzlich kann man sagen, die Arbeiten, die jetzt gezeigt werden, sind zum Teil Installationen. Das ist stärker quasi der interaktive Part. Der zweite große Part sind dann eher die filmischen Arbeiten. Wir zeigen in dieser Ausstellung insgesamt 48 filmische Arbeiten, verteilt auf drei Stationen, dem Kino, dann die Sofas, wo man eher Musikvideos sieht, und dann die eine Station, wo man über Objekte die Videos auswählen kann. Ja, aber ich möchte eigentlich nicht mehr über die Ausstellung erzählen. Dazu haben wir uns diesmal ausgedacht, dass unser Studierendenvertreter Andreas Kurz diese Vorstellung übernimmt, und ich bitte ihn daher, die Ausstellung im Detail ein bisschen zu besprechen. Ja, also vor so vielen Leuten habe ich noch nie gesprochen. Hi. Ja, danke nochmal, Gerhard, dass du den Begriff Time erklärt hast, also die Abkürzung unseres Studiengangs der zeitbasierten und interaktiven Medien. Ja. Und es freut mich, dass wir diese Ausstellung machen, weil wir hier die Chance bekommen, direkt mit den Arbeiten meiner Kolleginnen in Kontakt zu treten. Und die Bandbreite ist groß, das freut mich. Es gibt 48 Filme zu sehen, eine Menge. Und es sind Arbeiten wie Dennis Pride, die zum Beispiel den Publikumspreis der UEN Independent Shorts gewonnen haben. Es sind Arbeiten erfolgreich am Crossing Hood gelaufen. Wir haben viele Musikvideos produziert. Es sind aufwendige Animationen entstanden. Und ja, es ist eine breite Palette an experimentellen Videos entstanden. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber ich freue mich auf die Ausstellung. Und Hunger habe ich mittlerweile auch schon. Das Buffet ist eröffnet. Also in diesem Sinne, wir sehen uns. Wow, stopp. Das war zwar richtig, Andreas, aber nur die halbe Wahrheit. Aber was machst du da? Naja, ich muss die Ansprache in einem wichtigen Teil erweitern. Aber wir haben Hunger. Gegessen wird nach, aber das ist schon klar, dass du einiges vergessen hast. Nein. Also, ich glaube nicht. Na okay, du bist mittlerweile der Einzige, der es auch nicht verstanden hat. Wie heißt unser Studium? Hast du vergessen, das ist der interaktive Teil. Also, wenn ich unsere Webseite zitieren darf, die Erweiterung des zeitbasierten Mediums um den Bereich Interface und Interaktion. Ja, zum Beispiel die Slate Blotion. Klick dir mal. Hey! Die Slate Blotion. Arbeit, die ich sehr, sehr, sehr gerne auf Slate Blotion fast in Wirklichkeit. Im Wesentlichen eine Filmklappe, mit der man ein Video steuert. Und die Slate Blotion, die direkt in der Projektion hängt, wenn man es klappt, fügt sie dem Video etwas hinzu, was jeder Hollywood-Film quasi braucht, um gut zu sein. Explosionen. Und sie macht es so witzig, dass ich euch gerne ein Video dazu zeigen möchte. Something show. Ich
von explodierenden Leinwänden zu einem Videospiel, das ganz ohne Explosionen ausgeht. Und zwar die Arbeit von Christoph Frey. Ein Videospiel, das uns die subjektiven Erinnerungen eines komatösen Patienten zeigt. Wir Spieler finden in Räumen Gegenstände und diese Erinnerungsfragmente beeinflussen jeweils das darauf folgende Erinnerungsfragment. Somit entsteht ein interaktiver Ablauf, der für jeden Spieler neu generiert wird und ein interaktives Spiel entsteht. Und ja, das nenne ich doch einmal eine interaktive Arbeit. Ja, habe ich verstanden, danke. Ja, aber es gibt auch Arbeiten, die komplett ohne Projektion auskommen. Ist ein bisschen langweilig, oder? Nein, eigentlich nicht. Der Unerasable Text zum Beispiel. Eine Arbeit, die auch sehr leicht zu bedienen ist, im Wesentlichen, man braucht ein Handy, schreibt eine SMS an die Arbeit, der Drucker druckt die SMS aus und der kleine Schredder darunter wird die Arbeit sofort zerstören. Das Konzept dahinter bleibt noch im Verborgenen, weil es soll für einen Überraschungsmoment sorgen, wenn man sich näher mit der Arbeit beschäftigt. Also unbedingt ausprobieren. Langweilig. Es reicht. Es reicht wirklich. Sei nicht so empfindlich. Hey. Nein, das machst du sicher. Und wie das noch? Hey, kann ihn bitte irgendwer aufhalten? Arbeiten ohne Projektion. Das nächste auf der Liste wäre, Sie haben es vielleicht unten schon gesehen, die Blackbox. Eine kleine, feine, schwarze Box, die halb geöffnet vor uns steht und nähert man sich der Box, schließt sie sich, geht man wieder weg, öffnet sie sich. Funktioniert quasi über den Schattenwurf der jeweiligen Person, die davor steht. Und das ganze Prinzip, das die Arbeit beschreibt, ist schon einmal von Carl Gustav Jung, also die Archetypen der Schatten, einmal niedergeschrieben worden. Und dann steht man nun vor dieser Box und... Andi? Was wird das? Großartiges Niveau, danke. Das ist eine Ausstellungseröffnung, das ist noch von der Universität vielleicht. Na, da komm ich runter. Papa. Tschüss. Einfach aus der Projektion raus, dann kann ich wieder weitermachen. Danke. Die Blackbox. Also die Blackbox. Wann ich scheiße gehe, dann gehst du auch scheißen. Verstehst du nicht, was ich da sagen möchte? Wir haben einen Hunger. Und wenn ich einen Hunger habe, dann hast du einen Hunger. Na, was? Ich hab's vorher schon mal erklärt. Vielleicht sagt das noch was. Genau. Du weißt, was das macht. Ja? Weißt du, was das Ding macht? Ja. Es hängt so in der Projektion. Vielleicht umdrehen, verstecken, vielleicht hüpft. Ah! Ja. Das Traurige ist, er hat es jetzt geschafft, ich habe jetzt da einen Hunger. Also, in diesem Sinne, ja, Gerhard, falls du noch was sagen willst. Wow. Going.
es fehlt noch etwas. Es fehlt der Dank. Für eine so große Ausstellung müssen sehr, sehr viele zusammenarbeiten, damit sie entsprechend funktioniert. Aber vor allem braucht es natürlich die Künstlerinnen, die angehenden Künstlerinnen, um überhaupt diese Arbeiten zu zeigen. Und daher mein ganz großer Dank an die lange Liste an Studierenden und schon Absolventinnen, die zu diesem Gelingen der Ausstellung beigetragen haben.